Hey Jens, mach mal eine Eins draus. Verdammt. Jede Woche neu. Guten Morgen. Guten Morgen. Moinsen, Montag, 11. November, Vlog 501. Weiß ich zufällig, dass das 501 ist. So, das soll gleich anfangen. Das nieselt schon, ne? Ja. Soll Regen geben heute. Wir nehmen jetzt nochmal das kleine Vlies und schmeißen das über den Hümpel, den wir da im letzten Video hingekippt haben. Der über den Bunker gehen soll, über den neuen, der jetzt irgendwann diese Woche kommen soll, aber ich noch nicht weiß wann. Also zumachen. So, machen wir eben eruieren. Welches das kleine? Ich glaube, das recht hier vorne, ne? Das sieht so klein aus. Ja. Das könnte sein. Scheiße, ich habe kein Messer. Hast du ein Messer hier? Nee. Teufel. Ja. Ja, mal gucken. So, abgesehen von den Löchern ist das wie dafür gemacht. Passt genau. Ja. Traumhaft. So, ich tue dann mal so, als würde ich im Büro was schaffen, ne? Ja, tu mal so. Alles klar, bis später. Scheiße. Kennt ihr das? Du brauchst Wischwasser und denkst immer dann dran, wenn du es brauchst. Aber nie, wenn du bei der Tanke bist. Scheiße. Oh, was Blödes. So, Büro habe ich das Wichtigste erstmal ab. Jetzt schifft es richtig. Wichtigste erstmal abgearbeitet. Und jetzt fahre ich zum Barber. Vor 4 Wochen habe ich gedacht, Alter, da musst du langsam echt mal wieder hin. Einmal Haare schneiden lassen. Und es hat nie reingepasst. Aber jetzt nehme ich mir die Zeit. Lass das Ganze mal einmal wieder auf ein anständiges Maß zurückschneiden. Also bis gleich. Es ist schon Nachmittag. Schnell was gegessen. Und kam gerade ein Anruf, weil ich hatte neulich nämlich gehört, oh Mensch, hier die Windfirma hat sich so eine Drohne für die Inspektion von den, unter anderem von den Rotorblättern zugelegt. Und ich sag, Mensch, wenn ich da mal gucken dürfte, ja, kein Problem. Kannst du dir mal angucken, also die Drohne selber, ne? Und nun soll das so sein. Also jubel ich da noch mal schnell hin. Da bin ich ja mal interessiert. Da finde ich ja spannend, sowas, ne? Mal gucken, ob ich da filmen darf, weiß ich nicht. Vielleicht die Drohne einmal kurz mal sehen. Wir werden es gleich wissen. Bis gleich. Was für ein geiles Teil, ey. Alleine die Funke, Leute, guckt euch das mal an hier. Alter. So, damit ihr mal die Größenordnung sehen könnt. Junge, fett der Gerät. Ja, alles komplett. Schnellladekoffer. Der also Koffer zwei, pro Flug brauchst du 2 von diesen, ja, genau. Mega-Akkus hier. Genau. Krass. Die habe ich tatsächlich noch nie so live gesehen, das Ding. Ich war auch sehr erstaunt. Das ist die große Drohne, die auch von Feuerwehr, Polizei und alles Katastrophenschutz benutzt wird. Ja. Um Leute zu finden, zu suchen. Ach, kannst in den Koffer direkt laden, ne? Ja, genau. Da hat auch ein Lüfter drin. Ja, geil. Kann ich hier auf 100%, 90% laden. Alles, hier zeigt mir auch alles an. Ja. Hier lade ich auch die Fernbedienung drüber. Kann ich damit laden. Und ich kann, der Koffer ist ja kalibriert. Da kannst du die ganzen Akkus alle auf Firmware abdecken. Okay, du hast jetzt keine ja, geil. Kurze Unterbrechung. Jens ist schon wieder auf dem Hof. Habe ich ihn eben angerufen. Ob man sich das vielleicht auch mal angucken will, er weiß noch gar nicht was. Sagt er, ja, warum nicht? Ich hole Jens jetzt schnell ab von zu Hause und dann geht's gleich weiter. Machen wir den Weitwinkel an, den Zoom. Ja, krass. Jetzt gehen wir mal ranzoomen. Wahnsinn.
Als wenn du da direkt dran klebst, ne? Mhm. Also die Kamera ist schon mega. Ziemlich gestörtes Gerät, ne? Absolut. Alter, Wahnsinn, ey. Junge. Achso. Was jetzt? Dirk, schickt ihr uns denn nochmal die Aufnahme? Mal gucken, ob das klappt, ob wir Aufnahme von der Drohne kriegen, weil der Zoom, ne? Ja. Das ist unnormal. Der hat ja hier nur über uns geschwebt. Das war ja nun nicht, der ist ja nun nicht irgendwie weggeflogen. Und mit dem Zoom ist er so gut dann nah an unseren Hausbau rangekommen, das ist auch nochmal. Also im Grunde genommen schon eher erschreckend, ne? Ja. Wie nah die reinzoomen können schon heutzutage. Das ist echt krass und fast verlustfrei. Nachher auf der letzten Zoomstufe war es dann natürlich schon digital rangezoomt. Das war dann nicht mehr so geil, aber gewaltig, gewaltig. So, wenn das mit der Aufnahme geklappt hat, dann könnt ihr die euch jetzt angucken, wenn wir wieder nach Hause fahren. Ja. So machen wir das. Euch schon begrüßt. Es ist schon 20 vor 10, Dienstag, 12. November. Auftrag von Ina. Der Jens ist noch nicht da. Das müssen wir noch zeigen. Jetzt Mittwoch, 13. November. Den Drucker muss ich ausbauen. Der ging nicht. Jetzt bin ich hier am Drucken für den Kindergeburtstag. Der ist nächste Woche. Da muss ich nochmal eben weitermachen. Dann gibt es gleich erstmal einen Kaffee und dann wird der LKW erstmal aufgeladen für Wietzendorf-Tour. Wir haben heute nur eine Tour. Und dann können wir heute Nachmittag nochmal aufladen für morgen früh. Ja, und morgen soll eigentlich der Bunker kommen, der neue. Bin ich gespannt. Später. So, wir wollen laden.
Heute haben wir nur eine Tour heute Morgen. Aber jetzt fängt es dann an zu regnen pünktlich. Das ist natürlich auch toll. So, auf diesen. Naja. Unterwegs ist er trocken. Den Rochen beim Anschmeißen hier. Ein bisschen Luft pumpen. Ich dann. Wir gehen nochmal gucken, ob alles in Ordnung ist. Na los. Leuchtturm. Was hat es mir hingelegt? Ach, trocken ist es auch schon. So. Lampe geht. Alles. Na gut. Hinten ist alles zu. Das sieht gut aus. Außer dass er schmutzig ist. Egal. Das kennt ihr schon, nicht? Hier gehe ich so oft. So. Jo, Jens ist auf dem Weg nach Wietzendorf, aber das hat er wahrscheinlich schon erzählt. Ich bin in der Werkstatt zugang und jetzt kommt gerade noch eine Lieferung. Unsere Wärmeleitung ist da, um das neue Haus anzubinden. An die Hackschnitzelheizung mit dem Stapler holen und eben abladen.
Drucker drucken Teile für unser nächstes Winterprojekt. Also Jens und mein nächstes Winterprojekt. Bin gespannt. Wer die kennt, der weiß, was es wird. Ihr dürft in den Kommentaren gerne mal Tipps abgeben, was ihr meint, was es wird. In den Kommentaren Tipps abgeben. Mein Gott, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, und mit dem Laser habe ich so, der ist gerade zusammengeklebt, ein bisschen Deko für den Hofladen. Ina füllt das gerade mit Weihnachtsdeko, auch mit ihren Betonarbeiten und so weiter. Und da habe ich gedacht, sowas Gelasertes kann man auch mal machen, ne? Wenn wir schon davon sprechen, Beton-Weihnachtsbaum-Anhänger, Weihnachtskarten, Geschenkanhänger, Beton, da sind zwei von denen, die ich gelasert habe schon. Hör, ihn da so am Füllen. Hier muss ich, glaube ich, mal ein Licht einbauen noch in den Schrank. Beton, Kerzen, selbst beschriftet. Ja, da sind auch noch Kerzen, beschriftete Weihnachtskerzen, Kerzenständer. Ah, da fehlt noch. Ja, ist in Arbeit. Und hier kommt unser Dach. Nein, also die Pfanne. Es wird. Guten Morgen, Freitag, 15. November, kurz vor 6, Viertel vor oder sowas. Wir wollen heute da in die Halle einen neuen Bunker reinstellen. Der soll heute jetzt kommen. Eigentlich war ja gestern geplant, aber hat sich alles ein bisschen verschoben. Aber Schwertransport soll zwischen 6 und halb 7 hier sein. Dann wollen wir mal gucken, dass wir den irgendwie raufkriegen. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir das ganze Ding heute irgendwie reinkriegen und auch noch in Gang kriegen, denn jetzt brauchen wir ihn auch. Ich bin gespannt. So, fast pünktlich, ne? Ja. 6.30 Uhr, doch, sogar sehr pünktlich. Er rief eben an, da ist an der Hauptstraße stehen geblieben. Jetzt nicht zu weit fahren. Bitte, danke. Stopp. So, jetzt soll er sich das ganze Malheur hier erstmal angucken, wie er rauffahren will. Und dann gucken wir mal, dass das irgendwie geht. Ach, das ist ja... Das auch. Guck mal hier. Ach, wie klein und süß. Der kann auch hier rauffahren. So, wir haben Ortsbegehung gemacht. Der Fahrer möchte gerne die neue Einfahrt benutzen. Ja. Aber er sagte eben auch, es ist schwieriger zu transportieren als ein RH-Bunker, weil der tiefer ist. Filmst du von vorne? Ich film von hier. So, damit ihr auch alles sehen könnt, ne? Thank you.
So, die Ecke. Da links sieht das gut aus, da passiert gar nichts. Hier sieht das auch gut aus. Ja, fahren kann er. Guck mal, wie schnell das geht. Alter Schwede, Respekt. Das größere Abenteuer, das Abladen. Ich sagte eben noch, wir werden jetzt gleich mit dem Stapler ranfahren. Sie haben da Klötze untergeparkt, damit die Schwingungen nicht auf die Achse gehen, auf die Räder. Und dafür müssen wir aber, um die Klötze rauszukriegen, den Bunker wohl anheben, so wie sich das eben anhörte. Schauen wir mal. Ja, so spielt er doch gar nicht schlecht. Das sieht doch gut aus. So, erstmal einen Kaffee getrunken zur Stärkung, aber hell ist immer noch nicht geworden. Er gurtet jetzt erstmal alles ab und dann schauen wir mal, wie gesagt, eventuell wirklich auf ein bisschen Tageslicht warten. Rückwärts fahren, ist das weg. Pass auf. So. Thank you.
Käfer. Ich weiche noch rüber, ja, ne? Ja, bist du, kannst die Garten weiter gucken, lass mal weiter. Scheiße, ich wollte den anderen Hebel. Dass der Bunker nach hinten rollt. Ist das eine gute Idee? Ich weiß nicht. Alter. Also als Schwertransportfahrer musst du auch schmerzfrei sein, ne? Jetzt abmachen. Gold ist kacke, ne? Ja, aber das Ding, das geht, weil er bremst nicht. Ja, kommen wir, mit dem Trecker kommen wir nicht dran, ne? Und wenn wir, sonst müssen wir doch den Tedelader, aber wir kriegen den ja nicht eingehängt. Wo, wie habt ihr den raufgedrückt? Mit dem Stapler. Und der hat ein Loch in der Lüffel gehabt mit einem Bolzen durch. Ja, das habe ich auch, aber das ist der kleine Stapler. Der hat 3,5 Tonnen. Das wird wohl, glaube ich, ein bisschen knapp, ne? Ja.
wenn du mit dem Trecker ziehst, dann kriegst du nicht so weit runter. Dann muss ich, mal Lohmann mal eben anrufen. Die weiß auch, dass ich komme, die Lohmann. Ja. Der ist schon mitgesprochen, der ist auch ein Vertreter oder so. Ja, ja, genau. Ja, und Europa hat auch schon mit Lohmann angerufen. Ja, dann rufe ich da sonst mal eben an, dass die irgendwie... Vielleicht haben die haben ja auch einen Tedellader, ob die da ein Loch in der Gabel haben. Ja. Oder etwas, was auf die Gabel schieben können, ja, was vorne drauf passt. Die haben, glaube ich, so einen Kran für den Zinken. Das kann sein, ja. Kommt er da schon? Ich glaube, da kommt er schon. Fragen wir ihn gleich mal. We'll be right back.
Tschüss. So, wir haben jetzt mal eben mit Grimme Flow Control und Bielsma rumexperimentiert. Adapterkabel, wenn ich jetzt hier Kistenfüller sagt, hier aus, dann geht auch alles aus. Piek fein. So, wir befinden uns in den heiligen Katakomben des ehemaligen Kuhstalls. Jens hat was gemacht? Eine Schalung zusammengeschraubt. Eine Schalung. Und da haben wir gesagt, wenn die Schalung fertig ist, können wir uns voll laufen lassen. Nein, da ist an der Hallenecke. Wir haben ja im letzten Video gezeigt, dass wir da Beton gemacht haben. Wegen der Rattenproblematik. Und da ist noch ein Loch genau auf der Ecke. So, und dann haben wir erst überlegt, PU-Schaum, aber das kauen die auch wieder raus. Und jetzt hat Jens eine Schalung gebaut. Da stellen wir nächste Woche ran, dann mischen wir uns Beton an und schütten das da noch voll. Ja. Da kauen die sich nicht durch. Nee, so schnell nicht. Gut, so, und dann ist hier drin, den Tisch haben wir auch noch nicht gezeigt, glaube ich, ne? Mal ein Licht anmachen. Ach, und dann das Päckle müssen wir gleich noch mal auspacken. Hat Jens den Tisch schon vorbereitet für die CNC-Fräse, die wir bauen wollen? Ach, ich habe noch gar nicht gesagt, was wir bauen wollen. Jetzt wissen sie es. Wir sollen eine CNC-Fräse werden. MP-CNC, Mostly Printed. Wer dich dafür interessiert, kann das googeln oder später mal unseren Zweikanal gucken, da kommt auch ein Video. Mit der Kantenfräse noch einmal lang und dann ist das schon weit schön. Die Drucker sind quasi fast fertig, 3 Stunden noch, der da hinten, und dann haben wir alle Teile gedruckt. Das ist zum Beispiel hier der Chor, da wo nachher die Fräse dran sitzt, auf der Z-Achse. Ja, dann war da gestern Nacht das Filament ausgegangen, das hat nicht ganz gereicht für den Druck. Jetzt haben wir hier einen kleinen Farbwechsel drin, diese sieht ein bisschen anders aus, aber das ist egal. Ist jetzt so. Nachher noch Staub drauf. Ja, genau, das ist sowieso nachher alles dreckig. Also wurscht, hier sind Edelstahlrohre schon dafür. Das Ganze, das steht dann auf solchen Füßen. Und dann haben wir da fast wie Lego, nur anders. Haben wir dann die Dinger da drauf. Und da drauf steht dann das da. Und dann kommt da die Mann, Junge. So. Und so stehen dann die Achsen. Ja, aber wie gesagt, ihr werdet es auf diesem Kanal auch mal kurz sehen. Aber auf dem Zweikanal, beim Bastelkanal, dann mal ein paar Mal öfter. So, jetzt haben wir noch was zum Auspacken. Der liebe Ingo, die machen das wie immer. Ach, da kommt man gar nicht ran jetzt. Ja, darauf, auf dem Drucker. Steht ja kurz auf dem Drucker. Der liebe Ingo hat uns was geschickt und hatte das vorab per E-Mail geschickt. Ich weiß nicht, ob er da drin den Zettel vergessen hat oder ob er das sicherheitshalber schon sagen wollte. Ich lese das schon mal vor und Jens packt raus. Das ist nicht da. Ja. Moin, Sven, Jens und die restliche Röpers-Family. Ich verfolge deinen bzw. mittlerweile euren Blog schon fast seit Anfang an. Wahnsinn, wie schnell die Jahre vergangen sind. Zum Glück hast du nicht, wie anfänglich geplant, schon nach ein paar Vlogs wieder aufgehört. Ja, und jetzt sind es demnächst schon 500 Stück. Genial. Siehst du, das hat er mich vor dem 500. Das ist losgeschickt. Genial und danke. Ich finde es klasse und bemerkenswert, dass du uns so nahe mitnimmst und wir die Entwicklung deines Hofes begleiten dürfen. Macht weiter so und lasst euch nicht unterkriegen. Deutschland braucht solche Landwirte wie dich. Dankeschön. Als kleines Dankeschön für die großartigen Vlogs und die viele Zeit, die ihr dafür investiert, wollte ich euch mal eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen. Lieber Chef. Da ihr von der Community immer ausreichend mit flüssigen oder Süßigkeiten versorgt werdet und man muss im Alter ja auch ein bisschen auf die Linie achten, Spaß, ja, es ist halt die Wahrheit, habe ich mich für was Praktisches entschieden. Wenn die neuen Tandemkipper am Schlepper hängen, liegt ja die Abdeckkappe der K80 immer irgendwo in der Kabine rum. Deshalb bekommt ihr demnächst ein Päckchen von Biber mit 2 Aufbewahrungsboxen für die Kappen. Tada! Dann sind sie immer an der gleichen Stelle und werden auch nicht schmutzig. Jetzt im Winter findet Jens bestimmt mal ein bisschen Zeit und kann jeweils eine Box an jeden Kipper anbauen.
Schnacki benutzt diese Teile auch. Ah, okay, das habe ich bei Schnacki noch gar nicht gesehen. Richtig geil. Mhm. Mit Benzel, damit die Kappe für die Kappe nicht wegfliegt. Genau, damit die aber hier so rumbaumeln. Ja, das ist echt cool. Ich hoffe, euch gefällt meine Idee. Absolut. Ja. Finde ich geil. Also das wird definitiv montiert. Das ist echt eine feine Sache. Das soll es jetzt auch gewesen sein. Vielen Dank für die Vlogs und mach bitte weiter so. Viele Grüße, Ingo. Jo, kannst du bitte gerne vorlesen, aber bitte nur den Vornamen. Habe ich gemacht. Ingo, ganz lieben Dank dafür. Jo. Geile Sache. Schrauben wir definitiv an die Kamera. Wir suchen da mal eine schöne Position für. Ja. Die müssen wir irgendwie seitlich anbauen. Hier sind so die, ist die Vorkehrung dafür. Da müssen wir mal gucken, wo wir das denn da hindengeln. Ich habe auch schon eine Idee. Aber gut, wir gucken mal. Sehr geil. Sehr geil. Dankeschön. So. Das Video ist noch nicht ganz zu Ende, aber Jens hat Feierabend. Ja. Und deshalb darf Jens jetzt schon mal Tschüss sagen. Ich sag noch nicht Tschüss. Ja. Okay, Tschüss. Wir singen. Bis zum nächsten Mal. Geht doch. Daumen hoch. Geht doch. Daumen hoch. Abo nicht vergessen. Ach so, Abo nicht vergessen. Die Glocke. Lingeling. Lingeling. Warte mal nochmal. Ja, Lingeling. Funktioniert. Alles klar, wir sehen uns später noch. Ach, ich wollte euch gerade noch eben was zum Bunker erzählen. Das ist mir aufgefallen, dass... Habt ihr auch noch nicht gesehen, ne? Kartoffeln sind alle weg. Sauber ausgefegt. Der eine Tandem steht hier jetzt unter. Da stehen die alten Binder, die sind vom Schirm an der, von der Halle, bevor wir angebaut haben. Da hatten wir an der Seite ja so einen Schirm. Davon sind die Binder, die wollten wir auch gerne trocken liegen haben, damit die nicht weggammeln. Wer weiß, wofür man die noch mal brauchen kann. Heckmähwerk hier drin, bisschen Holz. Da sind die Lüftungsschächte, die schon frei sind. Ja, hier Stroh auf dem Kipper, auf dem Plattformwagen, das brauchen wir in Kürze nächste Woche. Stroh auf die Mietenhäckseln. Unser Nachbar hat sich so einen Häcksler gekauft, das ist ganz praktisch. Und er sagt, das geht mit den Quaderballen ebenso gut. Vielleicht sogar besser als mit Rundballen, deshalb ist ja schön. Dann brauchen wir die nicht tauschen, sondern können hier unsere Vierkantballen nehmen. So, nochmal eben ganz kurz hier zum Bunker in Betrieb, seht ihr es im nächsten Video. Da ist auch mal Wasser rausgelaufen. Hat wohl geregnet während des Transports. So, also. Ach, wo fange ich an? Deutlich kleiner natürlich, ne? Und das ist erstmal eine Sache, die mich jetzt tatsächlich auch freut. Dass wir hier mehr Platz über haben. Wir werden den, der steht jetzt nicht so, wie er stehen soll. Deshalb ist auch noch der alte Telelader davor. Wir bekommen noch Rampen dazu, damit wir ein bisschen höher kommen. Das soll so 10 cm bringen, 12 cm knapp, wo wir dann das ganze Ding rauffahren können. Dann können wir die Stützen runterdrehen und den so hinstellen, wie er soll. Der wird jetzt zunächst erstmal wieder wie im Herbst stehen, also den Bunker, Oberkante, Schirm, weil wir die Kartoffeln von der Miete ja, herholen müssen. Das hatte ich ja schon erzählt, dass wir da dann doch arg zu viel Sand drin hatten. Trotz Siebschaufel und trotzdem, dass es nicht nass war. Und das wird jetzt eher nass nächste Woche, dann wird es noch schlimmer. Also nehmen wir die hier rüber. Als erstes wollen wir Montag aber einen LKW fertig sortieren in Kisten. Speisekartoffeln, die werden wahrscheinlich Mittwoch abgeholt zum Schälen. Was ich aber sagen wollte, das Schöne ist, wir wollten, hatten das ja schon immer so vor, das hat aber nie gepasst. Also wir haben ja alles Mögliche durchdacht und dann kürzere Bänder kaufen und irgendwie muss das gehen, aber es geht nicht, ging nicht. Jetzt wird es gehen. Wir werden das jetzt so aufstellen, dass wir den Hallenfüller hier drunter stellen. Hier kommt, also wir haben jetzt, die Walzen sind ganz zusammengefahren hier, die Spiralwalzen, das sind ja Enterder. Wir haben hier vorne einmal zum Enterden. Und da kommt der grobe Dreck raus, kann ich aber auch auffahren, dass wir die Drillinge mit rauskriegen, wenn wir das wollen. Für Stärkeindustrie natürlich nicht, da wollen wir alles an Kartoffeln mitnehmen. Und der zweite, hier kann ich fraktionieren, wenn ich jetzt unser Pflanzgut mache. Zum Beispiel kann ich die Übergrößen hier rüberrollen lassen, dann kommen hier die Übergrößen raus und da kommt das Gute raus, was wir fraktionieren, was wir sortieren wollen. Hier könnten, würde ich dann die Drillinge rausnehmen, hier kommen die normalen Kartoffeln und da kommen die Übergrößen. Die Bänder kann ich auch in jede, in beide Richtungen laufen lassen, kann ich einstellen. Was ich aber sagen wollte, der Hallenfüller kommt hier drunter, der LKW kommt da in die Halle, dann können wir hier schön trocken verladen. Und die beiden Walzenpakete benutzen wir beide als Enterder. Das heißt, wir nehmen den Dreck dann, oh, jetzt haben wir das hier so zugestellt, dass wir nicht da nicht langkommen, den Dreck dann auf diese anderen Seite raus.
bei den Bändern hier und da passen unsere Breiten, die da stehen, die breiten Kisten, die passen hier drunter. Die Bänder kann man auch so verschieben. Wir haben das bei dem schon gemacht, da kann man den Abstand auch sehen, wie weit das jetzt weiter rausgeht. Diese beiden Bänder haben wir noch nicht umgeschoben, den muss ich einmal lösen. Das sind so Knebelschrauben hier. Die und die werden gelöst und dann kann man das Band verschieben und das geht mit den anderen beiden Bändern. Genauso, der Unterschied zum Grimme ist halt, der Grimme war komplett hydraulisch angetrieben. Dieser hat jetzt die Elektromotoren dran, die sind alle, Moment, zeige ich euch auch, Frequenzumrichter gesteuert, also alle stufenlos auch einstellbar, wie beim hydraulischen System halt nur elektrisch. Boah, Moment. So rum. Da haben wir Frequenzumrichter, auf der anderen Seite in dem Schaltschrank, zeige ich euch gleich auch noch, sind auch noch Frequenzumrichter. Und dann ist das Ganze natürlich insgesamt deutlich einfacher als der RH-Bunker. Was jetzt aber nicht schlecht oder gut sein soll, das ist einfach nur eine Feststellung erstmal. Hier haben wir natürlich auch die Plane für das Tuch, was man hier einspannen kann, darüber. Da haben wir aber jetzt schon gesagt, das lassen wir einfach weg, dann kann man da besser gucken und auch sauber machen. Wir werden das ausprobieren, vielleicht schrauben wir sogar den Rahmen ab, das weiß ich noch nicht. Mal gucken, der könnte im Grunde theoretisch, also wenn das jetzt nicht hier, wer weiß wohin fliegt, wenn wir mal Power Clean machen, Turbo Clean, dann kann der eigentlich auch weg. Und das ist halt auch das Schöne zum Gucken, also du siehst jederzeit, du kannst da rauf gucken, du brauchst jetzt hier keine Leiter. Der ganze Bunker ist flacher, wird auch sicherlich schneller leer laufen, aber das werden wir dann auch sehen. Das ist so die neueste Variante, die Bielz mal baut. Die haben in der Mitte jetzt ein Förderband. Also zwischen dem ersten Walzenpaket und dem zweiten Walzenpaket ist jetzt noch dieses Förderband, damit er eben nichts daneben geht. Und wenn man den verstellt, dass das trotzdem noch passt mit den Kartoffeln. Da ist das bei Grimme anders gelöst, da ist ja ein Band darunter. Funktioniert sicherlich beides genauso gut. Also ich glaube nicht, dass da jetzt ein großer Unterschied ist. Zur Aufstellung nochmal, hatte ich ja gesagt, wir wollen den, aber das seht ihr auch nächstes Video alles, den Hallenfüller hier unterstellen, LKW beladen. Und das Schöne ist, dass wir jetzt die Schienen parallel stehen lassen können. Wir werden dann uns jetzt erstmal mit dem alten Midema hier behelfen. Da soll aber noch ein anderes Band her. Aber das will ich dann erst bestellen, wenn ich genau weiß, wie ich das haben möchte. Wir müssen das erstmal ausprobieren. Das kommt auf jeden Fall hier drunter. Dann geht es von hier auf unseren Verlesetisch. Vom Verlesetisch mit dem LC-Band in den Kistenfüller. Und wir können alles auf der Seite aufstellen. Und das ist schon echt piekfeine Sache. Das wird wahrscheinlich, das habe ich aber noch nicht hingemessen, wahrscheinlich sogar passen, dass wir da noch lang fahren können mit dem Stapler. Also das wäre schon echt ideal so für uns, wenn wir das so hinkriegen. Und deshalb kann hier soll eigentlich ein Band hin, mit dem ich die beiden Bänder abfangen kann, wenn ich möchte. Und dann hoch, leicht hoch auf den Verlesetisch und so kurz wie möglich halt, damit wir hier den Platz so groß wie möglich behalten. So, und das ist dann schon eine sehr, sehr gute Lösung für uns. Von der Steuerung her ist der natürlich auch deutlich rudimentärer, also im Grunde genommen kein Vergleich zum RH. Der RH hatte das Touchpanel und hatte alle möglichen elektronischen Einstellungen, hat dieser hier ganz genau keine. Hat der gar nicht. Das ist eine ganz einfache Maschine. Da ist nichts Großes dran. Also wir haben, wie gesagt, die beiden Enterder oder die beiden Spiralwalzen, mit denen ich auch fraktionieren kann. Hier ist eine Skala. Das Ganze wird eingestellt. Hydraulisch kann ich beide einstellen, wie ich das möchte, kann den Dreck in die Richtung, in diese Richtung, die Fraktion in diese Richtung, in die Richtung und das letzte Band ebenso, kann ich alles einstellen und das passiert hier an dem Gerät, an dem Steuerkasten. Hier können wir auch noch mal reingucken, da ist auch noch ein Frequenzumrichter drin, ansonsten die ganzen Absicherungen und so weiter, Steuerung ist da mit drin. Nichts Großes, also ganz einfach auch gehalten. Hier Hauptschalter an, aus. Dann haben wir ja, die Knüppel. Habe ich verdrängt. Das ist hier einmal Bunkerband. Das Bunkerband an und aus. Bunkerband und dann, wenn ich den umlege nach rechts, dann läuft das über den Sensor, den er oben hat. Also dann läuft das Bunkerband schneller, wenn zu wenig Kartoffeln sind und dementsprechend nach Geschwindigkeitseinstellung dann langsamer, wenn die Kartoffeln kommen, damit man nicht so lange warten muss. Dann haben wir hier die Drehrichtung der drei Bänder, also links, rechts, links, links, aus, rechts
und das bei allen dreien hier. Und hier können wir nach rechts stellen und dann haben wir die Automatik. Das bedeutet, dass wir über das Adapterkabel, was wir mit zubekommen haben, das hängt hier, da ist ein anderer Anschluss, ist egal, das sind so dünne Stecker, der geht da unten rein und da irgendwo wird eingesteckt und damit gehen wir jetzt in unser LC-Band, vom LC-Band zum Kistenfüller und so sagt der Kistenfüller auch Bescheid, hier, Moment mal, der Bunker muss aus. Also das haben wir ausprobiert, habe ich ja auch kurz die Kamera angemacht, das funktioniert auch hervorragend, also ist überhaupt kein Problem. Der Unterschied noch ist hier kein hydraulischer, elektronisch angetriebener, gesteuerter Hydraulikzylinder für die Spiralwalzenenterder, sondern das wird hier mit der Hand gemacht. Hier wird gepumpt. Hier darf man noch pumpen. Aber umso weniger Technik, umso weniger kann auch kaputt gehen. Natürlich ist das bei dem Grimme ein ganz anderer Schnack. Das ist überhaupt keine Frage. Also das ist... Wie gesagt, dieser Bunker ist rudimentär, aber das ist genau das, was wir brauchen, beziehungsweise womit wir ausreichend arbeiten können. Denn das Geld dazwischen, das ist so viel, das ist einfach so viel Geld, dass ich hatte gar nicht die Möglichkeit, noch wieder einen Grimme zu nehmen. Also ich habe, wie gesagt, technisch überhaupt keine Schmerzen mit Grimme-Bunker, aber da ist einfach so viel zwischen und der macht genau das, was wir wollen und der macht das mit Sicherheit nicht schlechter. Oder besser, es ist einfach nur ein Sturzbunker. Ich meine, was soll ein Sturzbunker schon groß falsch machen können? Da kommen die Kartoffeln im Bunker, die laufen über die Spiralwalzen, die man einstellen kann. Und die Fraktionen kommen unten raus. Ende. Mehr brauche ich nicht. CLS halt nicht. Bielsma baut auch solche Walzen. Habe ich aber noch nie in Aktion gesehen. Und die bauen das als separates Gerät. Das heißt, man könnte das jetzt zum Beispiel hier hinterstellen und würde dann auch die Steine rausnehmen. Aber das ist jetzt ja nicht mehr unsere Intention. Wir haben es ja nur gelernt. Ich habe das im letzten Video hinreichend erklärt, denke ich, warum wir das so machen und dass wir jetzt in Zukunft separieren werden. Also sprich die Steine schon vorm Pflanzen rausnehmen und nicht erst mit dem Kartoffelroder oder nach dem Roden so. Jo, das dazu schont auch den Kartoffelroder. Darf man da auch nochmal zu bei erwähnen. Also lieber Lohner, wenn du das hörst, darfst du günstiger roden, weil ich nicht so viel Verschleiß erzeuge. Spaß. Passiert eh nicht. So, ja, Punkt. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal alles gesagt, was ich dazu sagen wollte. Den Rest sehen wir, wenn wir in Betrieb sind. Also wie gesagt, im nächsten Video. Montag geht das hier schon Vollgas los. Einmal den LKW fertig sortieren und dann im Anschluss dann die Stärkekartoffeln überladen für die erste Tour am Dienstag. LKW-Verladung mit dem Bunker, also da nehmen wir dann auch erstmal die Kartoffeln, die wir hier letzte Woche draußen hingekriegt haben, die eigentlich schon mit sollten, die wir dann aber nicht aufgeladen haben, weil da eben zu viel Sand drin ist. Da liegen sie unter dem Vlies. Die werden wir als erstes hier reinlöffeln. Und dann mal gucken, wie es geht. Da liegt noch das Tuch, das muss noch montiert werden, haben sie noch nicht gemacht. Dass wir hier auch die Höheneinstellung haben, wie beim anderen auch. Den kann man hier auch verstellen bei diesen. Das heißt, man knebelt den Bums hier los und kann sich das auf die richtige Höhe, aber ich glaube nicht, dass das groß umgestellt werden muss. Sollte eigentlich mit den Akkulinern passen. Wir werden das aber dann auch nächste Woche sehen. Da werden wir zumindest mit dem Tandem, nee, mit dem Akkuliner wahrscheinlich auch schon, mit dem Wagen hier direkt ranfahren. Weil es macht doch wenig Sinn, auf dem Feld aufzuladen, hier abzukippen, hier wieder reinzulöffeln, sondern wir fahren natürlich mit dem Wagen hier dann direkt ran und deshalb soll der auch draußen stehen wieder, also unterm Dach, aber draußen. Dann haben wir hier Signale, da haben wir aber noch nicht mit rumgespielt und rumprobiert, wie das funktioniert und ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht rausgefunden, wo hier der Sensor sitzen soll, der mir dann zeigt, du bist dicht genug dran. Hier ist die Einstellung, das ist ja sehr Grimme ähnlich, wo man dann später das Tuch mit hoch und runter fahren kann. Ja, nicht wirklich ein Unterschied. Der Bunker ist nicht neu, sieht man da auch. Sieht man da und sieht man auch da. Das ist eine Vorführmaschine. Also ich weiß nicht, wie viele Tonnen der gesehen hat, aber an den Scheuerstellen kann man sehen, nicht sehr viel. Also der hat wahrscheinlich jetzt die eine Saison gemacht, die 2024, die Ernte irgendwo gelaufen. Und vielleicht hat der eine oder andere den auch irgendwo auf der Ausstellung schon mal gesehen, das weiß ich nicht, kann auch sein, aber der hat noch nicht viel getan. Wie gesagt, das ist Modelljahr 24, das kann man alleine schon an dem Band vorne, was dazwischen ist, erkennen. Das wird noch abgeschraubt, auf der Presse nochmal gerichtet, hier, da muss einer irgendwie reingekachelt sein. Man sieht, dass hier ist eingebeult, da ist eine Schramme
Und hier genauso. Keine Ahnung, ob mit dem Stapler oder mit dem Unterfahrschutz vom Kipper oder wie auch immer. Es ist nur eine Schönheitssache, dass es jetzt nichts Wildes, aber das wollen sie wohl gerne noch richten, dann sollen sie es auch gerne machen. Deichsel kann man natürlich abnehmen, logischerweise. Das ist auch gebolzt. Bolzen raus, Deichsel raus. Und dann, so wie immer, das kennt ihr von dem anderen Bunker auch schon. Jo, so, ich glaube, das haben wir. Das ist derselbe Hersteller, Bielsma Hercules, wie auch in Neuenkirchen, die große Annahme da. Wann ist die denn neu gekommen? Vor 3 Jahren? Vor 2 Jahren? Vor 2 Jahren, glaube ich, war es, ne? Das hat auch Bielsma da ja eingebaut. Und da hatte ich auch nochmal mit gesprochen, die sind auch super zufrieden. Läuft einwandfrei, das Ganze. Ja, Sorgen mache ich mir keine. Hoffnung habe ich viele. Also, alles wie immer. Wir dürfen gespannt sein, wie das Ganze dann Montag in Aktion aussieht und wie das läuft. Wie gesagt, wir warten jetzt noch eben auf diese Rampen, diese extra anfertigen. Die werden geschweißt. Die wesentlichen Funktionen sind aber da. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt so, wahrscheinlich würden wir mit dem Hallenfüller, so wie es jetzt ist, noch nicht ganz knapp, noch nicht unterkommen. Deshalb warten wir darauf, deshalb haben wir auch noch nichts weiter aufgestellt. Dann kommt er wieder raus auf die Position, dann fahren wir legen die Rampen davor oder dahinter, fahren darauf und dann können wir den Rest aufstellen und dann ist das schön. Jo, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen will und wenn ihr dazu Fragen habt, haut die gerne in die Kommentare. Und ich glaube auch, das war's für dieses Video. Passiert noch irgendwas? Wildes? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aus dem Grunde sage ich jetzt auch schon mal Tschüss. Jens hat sich ja schon verabschiedet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Würde uns freuen. Jens hat ja auch schon gesagt, weil ich ihn daran erinnert habe, ein Abo wäre toll. Würde uns freuen. Ein Kommentar und Däumchen. Und dann Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Reinhauen. Fürsing. Ja gut, das wird ja noch wieder nachher hingestellt. Also vielleicht seht ihr nach dem Tschüss sagen nachher noch eine kleine, das weiß ich noch nicht, einen Ausschnitt, wie wir den richtig hinstellen. Kann sein. Und sonst im nächsten Video. Jetzt ist Mittag.